Ups, falsche Taste gedrückt. Höchste Stufe ist Level 5. Ja, da oben ist recht früh dran, der kommt aber nicht weit. Mach's mal so. Du stellst dich scheiße hin. Vergiften wir die unten erstmal. Wenn sie nicht widerstanden hätten. Egal, egal, egal. Dann machen wir auch den Buff mit dem Ranger mal erstmal. Wenn die da rausgehen, habe ich ja nochmal eine Chance, dass sie vergiftet werden. Ja, kein Heilen sollen verstärken. Ach, Pharao, hier sehe ich erst die Nachricht, die du ja zum Subscribe gemacht hast. Möchtest du denn Mod werden? Mod ist keine schöne Sache. Guck ich dir Jorda an. Der war am Anfang ein sehr kluger und sehr durchdachter und besonderer Mensch. Oder ein rechtes Ohr? Und jetzt schau dir an, was aus ihm geworden ist. Das will doch keiner. Jetzt geht's los. Ich bin dran, Abschaum. Ich könnte dir aus einer Meile Entfernung die Filzläuse wegschießen. Ich bin dran, Abschaum. Ich bin am Zug. Macht euch bereit. Das ist die Trefferchance höher für den zweiten. Kopf runter! All you can eat, meine Ass! Oh.
Minus 20 Treffsicherheit. Sein Schwert zu verkaufen, heißt seine Seele zu verkaufen. Die anderen sind ja noch relativ fit. Das ist für dich! Ha-ja! Du bist zwar nicht so nützlich, aber ich heile dich mal, Dieb. Hier bin ich. Du machst jetzt auch Bonusschaden gegen Leute, die unter dem Effekt leiden. Also sollte das nicht ganz so verkehrt sein, mit dir gleich zu kämpfen. 44. Ne, dann geh hier rüber. Und mach den Dreier-Schwinger auf den. Passt. Direkt in die Fresse. Hau den einfach, während er auf dem Boden liegt. Scheiße! Ach, da ist auch noch Bier. Dann geh nur ein Stück nach vorne. Jetzt zieht er langer Schuss, damit der den Overwatch rausgeht. Mach nochmal. Kannst die Heilung bis zum Zwerg ziehen? Ja. Danke, Elfe. Ich heiße dich nur platonisch. Namen Dunlock. Flieg weg! Ha! Und verpasst. Ha, yeah. Leider gar keinen Effekt. Nun ja, es gibt immer noch das Abend. Kommen sehen, oder? Also seitdem ich die Kisten immer zuerst zerstöre, läuft es eigentlich ganz gut. Und auch wenn ich die Buffs halt überwiegend nutze.
Haloma, Aquo, Sodini. Zeig sie ihn, Schneewittchen. Ja, einer hat verpasst. Ich hätte den Barbaren-Buff noch benutzen müssen. Mach ich gleich noch. Wenn er näher oben an der Front steht. Das hat gar nicht wehgetan. Kampf! Inzwischen gibt das ja auch einen Crit-Bonus. Azaroga! Sehr schön betäubt. Ich habe übrigens auch angefangen, die komische Jurassic Park Animationsserie zu gucken. Wo ich heute schon so ein bisschen gesprächiger bin und es ist gar nicht mal ganz so schlecht. Man muss halt als Dinosaurierfreund nehmen, was man kriegen kann im Moment, ne? Wie viele Serien werden denn gemacht über Dinosaurier? Nix. Ihr braucht, glaube ich, gar nicht nachgucken. Oh, das tut weh. Dinosaurier haben leider keine Hochzeit im Moment im Kino und auf der Serienlandschaft. Ich will noch mal dein parieren. Au! Katum Kalunga. Muss irgendwer geheilt werden. Der Zwerg. Am ehesten. Gute Nacht, Lord K. Und danke für dein Sub nochmal. Schlaf gut. Ich kann ihn nicht bewegen. Kromark-Schläge auf den Vorderkopf. Ich öffne deine Dose mit einer Brechstange. Der da hinten übrigens steht, wäre eigentlich Sanitäter von denen. Aber er scheint kein Interesse dran zu haben, als Sanitäter zu fungieren. Sondern versteckt sich lieber in der hintersten Reihe. Nimm da, das hat weh.
Jetzt will ich keine Lust, die anderen zu heilen. Ruhm und Ehre den Söldnern. Oder einen Dolch in ihre Milz. Oh, überlebt er mit 1 HP. Halt, stopp. Du musst nochmal dran sein, weil du musst den einmal treffen, damit der nicht mehr den Überwachungsmodus macht. Die Zauberin soll nämlich gleich, ich hoffe, die kann schon den AOE-Zauber wieder machen. Dann kann nämlich die drei auf einmal ausschalten. Ja, kann sie. Ein Traum. Kannst du mich da hinter den stellen? Also die drei erledigt. Toga, Swala, Boot, Waza. Blöpp. Das wäre auch mein Achievement wert. Wenn es welche geben würde. Ach, das ist wirklich etwas, was Epic Store irgendwann mal nachziehen sollte. Dafür brauchst du aber eine Schnittstelle. Und die hat der Epic Store nicht. Witzigerweise will ich Steam Achievements erstellen für sein Spiel. Das einfachste der Welt. Für Chrom! Ah. Im Vergleich zu der, Shop-Steuerungsgeschichte für Spiele verkaufen soll es auf jeden Fall sogar schon mal bedeutend leichter sein. Das musste jetzt noch sein, ne? Ich habe falsch geklickt. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Eto Rabido. Sehr schön. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Schon wieder ein steifer Bogen. Aber wir hatten doch schon mal einen für die Elfin. Gnade! Wir ergeben uns! Die Gerechtigkeit kennt keine Gnade. Redet, Abschaum! Wo ist Clapton Raymond? Wir haben ihn gefangen genommen und nach unten gebracht. Er ist in der Grube der gesplitterten Schienenbeine, wo sich die Bruderschaft der scharlachroten Kloppe trifft. Gut. Sag uns, wie wir da reinkommen, dann sehen wir weiter. Also gut, hinter dem Versteck ist ein geheimer Raum. Das Passwort dafür lautet Duftseife. Danke, Dreckskerl. War das Gerechtigkeit oder Machtmissbrauch? Unehrenhafte Söldner verdienen keine gesetzmäßigen Rechte, nur einen rechten Haken in die Eier.
Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Bin im Brunnen der zerschmetterten Schienbeine. Ah, da. Da sind die VIP-Zimmer. Moment. VIP-Zimmer und da sind die Toiletten, wo wir das Rezept finden. Ich bin vor allem ziemlich beeindruckt davon, wie viele Quests sie doch auf das relativ überschaubare Gebiet gedrückt haben. Also es passieren ja immer wieder Sachen. Das ist ja auch irgendwo eine Leistung, weil du bist ja eigentlich in der Taverne mit ein paar Stockwerken. Na, küss die Grütze, eine Schriftrolle. Klasse, mit denen geht das Abwischen am besten. Da steht ein Rezept drauf. Na, Heulbuchs Bär und Biereintopf. Ah, großartig. Holen wir uns jetzt unsere Belohnung. Er sagt, er muss mal groß. Solange er nicht die Schriftrolle benutzt. Ah, Leute, und? Habt ihr es? Und ab, hier. Lasst mal sehen. Oh, hervorragend. Oh, Kardamom und Meerrettich, mariniert in einem alten Stiefel aus Morschleckleder. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Schön und gut, aber jetzt ist Zeit für die Kohle. So ist es. Hier, nochmal danke. Warum hört er sich eigentlich an wie eine Schlange? Es gibt übrigens 10 Level, also jeder Charakter kann bis auf Stufe 10 aufsteigen. Also müssten wir vom Progress der Charaktere circa bei 50% des Spiels sein, weil wir jetzt gerade so Stufe 5 oder 6 sind. Chrom braucht keine Karte. Doch, auch Chrom braucht eine Karte. Stopp. Genau, da hatten wir schon das Ding. So ein Mist. Da haben wir auch genau dieselbe Rüstung schon. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Achso, der hat keine Regeneration pro Runde. Gehüpft wie gesprungen. Mit dem Bogen. Leider nichts Besonderes hier. Ich hoffe, diese Investition lohnt sich. Nein, nicht mein Gold! Doch, man kann nie genug Tränke haben. Ach, das ist kein geheimer Raum. Muss irgendwie außen rumlaufen. Dum, 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 dum.
Ich glaube, hier habe ich alle Fallen entschärft zwischendurch. Ich habe ein einfaches Leben geführt und Stühle restauriert. Aber das Abenteuer hat gerufen zum Kampf gegen Bären. Ach, da ist der geheime Durchgang. Mussten wir nicht ein Passwort sagen? War ja klar. Ja, man später noch andere Quests hier drin haben kann. Wir sind zum Kämpfen hier. Ja, kämpfen! Nicht so schnell, wie lautet denn die Parole? Duftseife. Okay, kommt rein. Das also nennen sie die Bruderschaft der Scharlachroten Kloppe. Ein illegaler Kampfclub. Prügeln macht Spaß. Ja, aber was soll der ganze Aufstand? Dann haben sie eben den Kerkerfonds ein bisschen geschröpft. Da muss man sich doch nicht gleich ins Stallhöschen machen. Hier geht's nicht um Prügeleien, das ist ein Schlachthaus. Die bringen irgendwelche armen Tröpfe durch Tricksereien dazu, sich mit weit überlegenen Monstern herumzuschlagen. Die können gar nicht gewinnen. Das kotzt mich an. Aber wenn sie keine Chance auf einen Sieg haben, worauf wetten die Leute dann? Darauf, wie lange sie überleben. Oder wie viele Monster sie töten, bevor sie sterben. Echte Arschlöcher, ich sag's euch. Wie immer beim Glücksspiel ist es gut zu wissen, auf welcher Seite des Tisches du stehst. Wir müssen die Leute, die für diesen Dreck verantwortlich sind, hochgehen lassen und den Klepten finden, bevor sie ihn in die Arena werfen. Hey, wissen Sie, wer hier der Veranstalter ist? Ich bin pleite, ich hab all mein Geld verloren, wenn ihr vielleicht etwas Gold für mich übrig hättet. Der Ranger wird Ihnen 3 Groschen geben. Hä? Was? Aber... Ach, verdammt. Danke, es ist nicht schwierig rauszukriegen, wer hier der Boss ist. Das ist Dora, die Dunkelelfin. Sie ist da drüben mit ihrem Leibwach. Bäh, eine Dunkelelfin? Man soll spielsüchtig unterstützen. Hey, wissen Sie, wer hier der Veranstalter ist? Hey, ich bin keine Petze. Und wenn ich dir eins überbrate, redest du dann? Na, au, hey, 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 okay, schon gut. Dora ist der dicke Fisch hier drin, die Dunkelelfin. Sie ist da drüben mit ihren Schlägern. Mist, Dunkelelfen sind die Schlimmsten. Die werden auch sehr wahrscheinlich Monster auf mich hetzen. Ach, da ist Claptrap. Nicht Claptrap. Ihr wisst, wen ich meine. Clap. Irgendwas. Guten Abend, Pommes. Ich musste dran denken. Beim ersten Mal, wo sein Name gesagt wurde. Ob die Elfe Rassist ist? Die Elfe wüsste nicht mehr, wenn sie rassistisch wäre. Vorsicht,
Neugier ist manchmal der Katze tot. Morin aus dem Schacht Nummer 4. Kampfhelm, Eisenspieß. Bergmann, der für den Schutz vor Eindringlingen der Galerien der Jampfermine verantwortlich ist. Trotz einiger Stöße und Kratzer ist er immer noch im guten Zustand. Jor, der Schöne. Zehennagel. Dieser beeindruckende gelbe Zehennagel soll ein wichtiges Relikt für Barbaren sein. Einfach ekelhaft. Hände weg von meinem Gold. Mein Schatz, Gold. Und das ist auf jeden Fall bedeutend besser als vorher, der Helm. Der Zwerg wird noch zum richtigen Tank. Hey, sind Sie hier der Boss? Ja, ich bin Dora. Und ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Seid ihr wegen der Anzeige hier? Ich bin die Hand der Gerechtigkeit. Und sie will dir eine reinhauen. Lass Captain Raymond frei und ergib dich. Ihr seid der Spaßvogel. Ach, er heißt eigentlich Captain. Ich sag euch mal, was ihr seid. Frische Kandidatin für den Todeskampf. Captain steht da immer. Ich bin ein Kandidat für den Flug zur Rettung. Weichei. Ich wusste, dass man uns nachspionierte. Als der Kleptin anfing herumzuschnuffeln, nee, war mir Kleptin. Klar, dass bald eine Schar elender Kakerlaken auftauchen würde. Hierauf allerdings war ich nicht gefasst. Wer ist hier eine Kakerlake, alte Trollschrulle? Ein Zwerg, eine Elfin, ein Oger. Eure Gruppe hat was. Perfekt. Wir suchen schon lange nach Frischblut und es fehlt da ein Exorzismus für unsere Arena. Gebt eure Wetten ab, Leute. Damit kommst du nicht davon, Drecksweib. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Wachen. Weg mit den Trotteln. Sagt mir, Freunde, wie lange werden diese Schwachköpfe wohl gegen Dora und ihre Monster überleben? Alles ist möglich. Hä? Dora und ihre Monster? Aber was denn für Monster? Ja, was denn für Monster? Hier sind gar keine. Wie wäre es, wenn ich euch ein bisschen verprügeln würde, ha? Zum Spaß. Recht übel für einen Autodidakten. Verdammt, ich hätte doch alle in der Ecke, also auch noch den Letzten in der Ecke stehen lassen sollen. Zusammenbleiben! Weil dann wäre Dora nämlich direkt am Sprengfass stehen geblieben. Wir buffen erstmal alle. Kampf! Gibt's ja auch ein paar Random-Kämpfe, wo man ein bisschen farmen kann oder Ryan's Story durch? Also das, was wir gerade machen, sind Nebenquests. Also du musst sie nicht machen, es hat nichts mit der Hauptstory zu tun, aber du solltest sie machen, vor allem weil ich auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spiele, muss ich die machen. Azarogar! Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. So, bei dem fällt das schon mal aus, aber die Kämpfe sind halt schon sehr strikt, also du kannst nicht leveln in dem Sinne, dass du einfach irgendwelche Trash-Mobs haust. Also jeder Kampf ist schon individuell gegen eine spezielle, also gebunden mit einer bestimmten Quest, etc. Du kannst also kein Asia-Grind machen hier. Ah, sehr gut. Es gibt keine Zufallsbegegnungen. Die Antwort ist, es gibt keine Zufallsbegegnungen. Jetzt geht's los. Ich bin dran, Abschaum. Ich schlag zu, du gehst zu Boden. Einfach super lange Rede, ganz kurzer Sinn.
glaube, man kann das einfach nicht machen. Also rein mit Zufallsbegegnungen. Nicht rein, sondern mit Zufallsbegegnungen zu arbeiten in vielen Spielen, weil es einfach das Balancing kaputt macht. Du kannst es eigentlich am ehesten hier vergleichen mit Mutant Year Zero. Weil da sind ja auch keine Zufallsbegegnungen. Sobald ein Spiel Zufallsbegegnungen hast, kannst du das Balancing vergessen irgendwann. Mehr. Ach, die hat voll widerstanden zu verbrennen. Schade. Ich bin dran. Hey da, nicht so schnell! Vielleicht können wir ihre Treffsicherheit aber senken. Ah, ja, mehr. Ja. Ach, Schurke, du hast ja endlich mal irgendwie einen gewissen Sinn. Paloma, Aquo, Sodini. Ja, mehr. Verdammt, körperlich widerstanden. Warum? Man könnte doch nach dem Level schauen und die Kämpfe unter anderem danach ausrichten, oder was meinst du? Sein Schwert zu verkaufen. Nee, jedes heißt Kapitel seine hat eine Seele gewisse Anzahl von Nebenquests. Macht euch bereit. Also jedes Kapitel, in das du reingehst. Also, wer will spielen? Ach so, ja, aber sobald du Zufallsbegegnung einbaust, musst du theoretisch ein dynamisches Leveling der Gegner mit einbauen. Also weißt du, was ich meine? So, dass die Gegner... Ah, ja, mehr. Dass es nicht zu leicht wird irgendwann. Zufallsbegegnung gleich XP-Grind gleich kein Balancing. Ja, und da müsstest du es halt wirklich dann irgendwie anpassen, dass sie mit dir mitleveln. Ich finde Dunkelelfen irgendwie zum Fürchten. Da macht alles andere auch irgendwann keinen Sinn mehr, weil du einfach zu mächtig wirst. Also beziehungsweise, oder du hast das Gefühl, du levelst zwar, aber du wirst nicht stärker wirklich. Ist ja auch irgendwo kacke. Ich öffne deine Dose mit einer Brechstange. Ich bin dran, abschauen. Sagen wir mal, es ist ein ganz kompliziertes Thema. Vor allem in RPGs etc. Du gehst zu Boden. Boah, sehr gut mit dem Crit. Vor allem, weil er mit beiden Schlägen getroffen hat. Ich bin am Zug. Autsch! Nimm das! Es gibt viele Spiele, wo die Gegner sich anpassen. Elder Scrolls Serie hat doch auch ein Level-Anpassungssystem. Gott,
Katum Galunga. Hm, kann sich weggehen, da sind zwei Gelegenheitsangriffe. Ah, da kommen die Monster vielleicht. Sie kriegt mir jetzt Unterstützung geschickt von der Seite, wenn ich das richtig sehe. Zwei Trolle. Der Ranger ist trotzdem tot, obwohl ich den geheilt habe. Sehr schön. Autsch! Au! Treff bitte beide. Oh, wundervoll. Sogar beide mit kritischen Treffer. Hat es richtig eigentlich gelohnt, den Barbar mit diesem Crit-Proof auszustatten. Noch so eine Schnalle. Ach, da unten kommen die nächste Runde raus. Hier, das Stückchen. Geh mal hier, dann kannst du ihn von hinten meucheln. Hat er noch einen negativen Effekt drauf? Natürlich nicht. Obwohl der schwindelig, vielleicht zählt das ja. Ja, da kannst du nicht sehen, ob der Schaden erhöht wird. Durch irgendwelche Effekte. Sie versuchen zu fliehen. Eto, Ramida. Ah, ja, mehr. Zack. Die Mammen laufen davon. Mal sehen, vielleicht rutschen die ja aus. Denk nicht mal dran, wir sind immer noch keine Freunde. Klasse! Kann ich ihn mit dem Schinken wachklöppeln? Ja, es funktioniert sogar wirklich. Ach, der ist immun gegen hinfallen. Das ist eine tolle Wurst. Verzöger mal deinen Zug. Die Zauberin auch. Also erstmal ein Stück nach vorne kommen, dann kann er nämlich die Trefferchance von denen reduzieren, von beiden. Ah ne, kann er gerade gar nicht, das ist ja Verstohlenheit. Egal, versucht den festzusetzen für eine Runde.
Chrom wird stolz sein. Toga, Swala, Boot, Waza! Jetzt kriegen die noch mehr Unterstützung. Was soll denn das? Die sind eigentlich schon geflohen. Beziehungsweise sie haben versucht zu fliehen. Der Barbar sieht so lächerlich aus, wenn er seinen Bogen rausholt. Ah, verflixt, ich hasse Trolle! So, heil den Ranger. Ich bin hier. Ich sag's ja nur mal so, man vergisst mich gern. Ich bin's. Das hat nicht gereicht. Du kannst ihn sogar mit dem stinknormalen Schlag mit dem Stab töten jetzt. Und der hängt noch fest. So, du stellst es nach vorne und kriegst alles, den Paradebonus. Was du sagst, beißt dir in den Arsch. Tod den Grünhäuten. Ich komme gerade von EP20 von YouTube. Wie weit bin ich von live weg? Dreieinhalb Stunden. Würde ich so Pi mal Daumen gerade tippen. Ich weiß nämlich gerade nicht hundertprozentig, wie viele Episoden ich noch hab. Auf YouTube. Kopf runter! Ah! Doko Radi! Komm! Der läuft jetzt bestimmt durch. Ach, das ist wirklich. Die KI läuft automatisch. Ah ja, scheiße. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob da Sprengtrolle bei sind. Goblin Projektmanager. Sei egoistisch, heil dich selbst. Rivastak!
Jetzt will ich wie ein Magnet auf die Stirn tackern. Und eine Zielscheibe. Ich bin dran. Wenn du irgendjemand hier auf Wachsamkeitsmodus stellst. Ich hätte lieber mit dem Schurken eine Granate schmeißen sollen. Aber ich denke manchmal nicht an die Gegenstände, die ich noch im Moment habe. Baldur's Gate 3 nächste Woche auch. Wasteland 3 habe ich ja heute abgeschlossen. Nicht nachgeben! Bei Baldur's Gate 3 bin ich wirklich mal gespannt. Beim Early Access. Wie der Status des Spiels sein wird. Also er wird bestimmt gut sein. Also sie wissen ja, dass relativ viel Druck auf ihn lastet. Nicht so wie, also mehr als damals bei Divinity. Auch bei Divinity 2. War der Druck wahrscheinlich bedeutend geringer. Azarogar! Sehr gut gestunt. Ich glaube zwar nicht, dass ich den umstoßen kann. Ja, ist immun gegen Umstoßen und Umfallen und alles andere. Ich bin froh, dass ich ja letztens erst Divinity 1 mal komplett durchgespielt habe. Das war ja lang genug auf der Liste der Schande. Ja, Div 2 habe ich auch irgendwann aufgehört. Und genau in dem Kapitel, was sie später überarbeitet haben. Also im dritten Kapitel von Divinity 2 haben ja relativ viele aufgehört zu spielen. Da gab es ja so einen Blogpost von denen und dann haben sie nochmal Geschichte und so ein paar Sachen dran rumeditiert. Und deshalb werde ich wahrscheinlich Divinity 2, wenn nochmal so eine Leerlaufzeit ist, mir das nochmal genehmigen. Aber dann von Anfang an nochmal. Weil es einfach sehr gute Spiele sind. Aber sie sind halt auch relativ lang. Ich hab die Moves. Was ist das hier für ein Kampf? Und dass er jetzt Berserker-Modus ist, ist wahrscheinlich nicht gut. Nee, auch gute Spiele können zu lang sein. Dass du irgendwann denkst, okay, hier hat's ne vielleicht... Das hat gar nicht wehgetan. ...auch ein bisschen kürzer funktioniert. Reicht nicht. Geh schon mal da runter, weil jetzt kommen anscheinend Zauberer da ins Gebiet rein. Ja.
Sehr gut. Ah, die sind schon da. Schlecht. Feuer legen. Okay, warum immer diese Explosion jetzt größer war als vom anderen, was wir zerstört haben. Squadrons ist voll mein Genre übrigens. Aber ich bin Freitag, also ich bin für ein paar Tage im Urlaub in Thüringen. Für 4 Tage. Und Squadron kommt Freitag raus, wenn ich gerade weg bin. Deshalb, es ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann es nicht ändern. Ich komme erst Montag wieder und ich werde dann wahrscheinlich Montagabend, dementsprechend wann ich zurückkomme, Star Wars Squadron spielen.